Hallo, hallo und herzlich willkommen bei meiner Weiterführung dieses Let's Plays und ja, wie ihr hört, Evil Bloody Eyes ist hier und ich bin es wirklich, es ist kein Doppelgänger oder so. Ja, ich werde dann gleich mal anfangen, den Boss kalt zu machen. Kann ja nicht schaden, ne? Gucken, was es für eine ist. Oh Gott, was bist du denn für ein Schnuckel? Oh, ein Knochenschwert. Oh, jetzt wird es böse. Oh, ist das süß. Jetzt hängt er sich wieder am Schwanz auf, also. Oh, da wird er wieder böse. Oh, weg. Oh, ich hab Angst. Oh. In die Flamme geworfen. Das ist ungünstig. Uai. Was nu? Hab ich die kaputt gehauen? Dann gib mir meine hässliche Münze bitte. Diese komische goldene Bärenmünze. Oh! Doch nicht. Ich dachte, ich hätte ihn jetzt besiegt. Oh, scheiß die Wand an. Was war denn das? Da sind zwei Münzen. Nein, voll in die falsche Richtung gehauen. Piss. Jetzt wird er böse. Ja. Ah. Komm her, du. Boah. Da kommt ja schnell hinterher hier. Das ist wirklich ein bisschen angsteinflößend teilweise. Muss mit ihr versuchen. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich da jetzt immer hoch. Jetzt habe ich ihn kaputt gehauen. Oh, wie schnucklig. Ah, da wird er in die Einzelteile zerschossen. Oh, wie goldig. Erstmal eine Runde jonglieren. Ja, hätte ich auch so gemacht. Oh ja, ein Hip-Hop ab. Am besten ist das Gehuhu. Dabei. Freude, Freude pur. Und weiter geht's mit Kremkay oder so. Und Müll speichern tue ich jetzt nicht. Kann ich hier hoffentlich früh genug. Okay. Ratten. Geil. Sowas nennt man im Fachjargon des Bowlings einen Strike. Was bist du denn? Haben sie bei dir den Kopf vergessen? Das ist eine geile Lache. Und jetzt auch der Abo. Wie schnucklig war der denn bitte? Oh, war der goldig. Oh, voll mein Typ. Hahaha, ja. Schnucklig, wirklich. Ah. Hau ab. Spast. Oh, vier Bananen. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh, nerv mich nicht, du Spackenkind. Ah, ja. Ja, ja, ju. Voll ins Wasser. Aber warum auch nicht? Affen stinken manchmal ein bisschen und vielleicht wollten sie mal duschen, baden, was auch immer. Und wieder Strike. Hoffentlich kriege ich bald genug Bananen zusammen. Ich hätte gerne ein neues Leben. Hat man wieder das Mittagessen gehört und gerochen? Hahaha, du Kopfloser. Wie bei Harry Potter, der fast kopflose Nick. Nur ist der hier wirklich kopflos. Ja, weil. Oder ist der im Krag drin? Das sieht immer so ein bisschen komisch aus, auf jeden Fall. Oh. Nein! Ah, da hole ich diese geile Münze noch. Und auf einmal, da liegt sie unten und ist tot. Nein! Egal. Bam, bam, bam.
macht sie alle kaputt. Kaputt hauen alle. Besonders Ratten haben bei mir ja nun gar nicht, also wirklich gar keine guten Karten. Halt die Gusche. Ne? Ha ha ha. So. Also ich würde nicht so lachen, wenn ich so aussehen würde wie du. Warte mal, was haben wir hier? Ja, ein Rambi! Woo! Geil! Ja, geil, ein fliegendes Rambi, oh Gott! Halt! Lauf! Oh. Das Biest kriegst du kaum gehalten. Barnes. Das ist mir gerade das O-Mal egal. Nein! Mann! Wein, Wein, Flennen. Weg da, ihr pissigen Ratten, ihr Beuteltiere, ihr was auch immer ihr seid. Ich finde euch einfach nur massiv hässlich und belastend. Hahaha, ha, ha, ja, ja, nerv nicht, bitte. Ei, ja. Halt, ich möchte nochmal. Da ist er, mein Rambi, und flieg! Das ist so genial. Das ist echt cool. Rambi, nein! Nein, Rambi! Oh. Verdammt. Ich glaube, das kriege ich anders nicht. Das kriege ich nur mit ihm. Okay, konzentrieren, konzentrieren. Naja, immerhin. Bananen. Der hat wirklich mal Bananen geworfen, man. Oh Gott, oh Gott. Ja, Speichertonne. Oh Gott, mir geht ja hier was ab. Ich hätte jetzt gerne den Diddy wieder. Und ein paar Bananen. Finde ich auch. Nicht so schlecht jetzt. Ah, Diddy. Die Schick, der göttliche Himmel. Oh, wenigstens ein Leben. Gegner. Ganz schlecht. Okay. Geh weg. Ich hau dich gegen den. Ja, genau. Bist du wieder dran? Yay! Autsch! Mistvieh. Nein! Oh, fuck. Ich hätte mal springen sollen. Aber ich wollte nicht. Kleinen Moment, ich muss kurz was trinken. So. Gott! Bin ja gerade fast in diese Stechmücke reingelaufen. Verpiss dich, du Sack. Geh weg, ja, genau. Moment, du hast da irgendwas hinter deinem Arsch. Sehe ich genau. Cool. Das habe ich auch jetzt erst gesehen. Das habe ich vorher gar nicht wirklich registriert. Aber es lohnt sich mal genauer hinzugucken, wie ich gerade feststelle. So. Gott, egal, ich kann auch ohne. Geh weg. Okay. Oh Gott, nein. Ein Leben! Und wieder ein Geben und Nehmen, dieses Spiel. Das ist genau wie in den anderen beiden Teilen. Warum sollte es auch ausgerechnet im zweiten als anders sein, ne? Oh fuck, ich hab.
noch ein Leben. Nur noch eins. Und ich hatte nicht gespeichert. Also wenn ich irgendwo mal Funky treffe und der nimmt keine Münzen, dann speichere ich mal eine Runde. Hab. Verpiss dich. Was ist denn hier? Oh, Typ, nerv mich mal bitte nicht so. Tust du mich massivst mit deinem Gelache da. Also wenn ich du wäre, würde ich nicht so lachen. Würde ich mich eher voll schämen. Weil kein Kopf und so. Naja, wobei in meinem Fall wäre kein Kopf vielleicht besser, weil hässlich. Naja, aber wir wollen nicht oberflächlich sein, nicht wahr? Das schickt sich ja nur auch nicht so. Hau ab, du! Verpiss dich! Was? Bist du bekloppt? Dass du mir da so ein Stechmückenscheiß hinhaust. Dass mir lieber eine Bananenstaude dahin schmeißen soll, du Arschkuh. Gott, ja! Eine Bonusbox, eine Bonustonne. Find the Token ein, finde die Münze, na dann. Okay. Nicht gefunden, weil war zu blöd, aber es macht nichts. Sehe ich das gerade richtig? Sehe ich das gerade richtig? Ich habe dieses Level geschafft! Und weiter geht's mit Glimmer's Galleon oder so. Oh, scheiße. Das ist aber dunkel. Hier gibt's auch noch... Warte mal, hier kann man noch... Ich will an diese beschissene Bananen ran, Alter. Ich will an diese Drecksbananen ran. Hey, cool. Was ist jetzt los? Ah! Okay. Wo muss ich denn hin? Ich sehe nämlich fast nichts. Boah. Was denn das für eine Welt, Alter? Alter Walter, ich sehe hier nichts. Oder wenig. Ich höre. Ah, da bist du. Die 17. Münze. Ich weiß, ich bin nicht so gut darin, es zu finden, aber ey. Ich stehe dazu. Ich will immer noch an diese blöde. Kann man das hier nicht irgendwo mal hell machen? Fände ich total cool, wenn das ginge. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Ah, danke. Muss man erst so weit kommen, dann bis dieses komische Vieh einen begleitet? Muss da irgendwo reingehen? Erzähl mir aber nichts hier. Nein! Ich wollte hier wirklich nicht nochmal rein eigentlich, aber gut. Die Affen wollten's. Also jetzt finde ich den Weg auch schon wieder nicht mehr. Da. Ich habe was gefunden, wo es lang geht. Ja, ich weiß, dass ich die schon habe. Egal. Darum ging es mir auch überhaupt nicht. Ah toll, jetzt ist dieser hässliche Fisch wieder weg. Danke auch. Danke, du Drecksvieh. Wieso komme ich nicht an diese komischen Bananen ran? Das finde ich nicht schön.
Komm jetzt, genau. Mal hier hoch. Ist das sicherlich irgendwas oder nicht? Warum sonst ist da eine einzelne Banane? Verstehe ich nicht. Naja, egal. Boah, wenn das hier so blendet, ist voll eklig. Aber immerhin sehe ich überhaupt wieder ein bisschen was. Rochen oder was das sein soll. Hier ist auch wieder so ein Hinweis. Okay, was ist hier unten noch? Bananen? Bananen sind gut, weil geben Leben. Ich wusste gar nicht, dass bei Donkey Kong auch einen Fisch gibt, der einen so begleitet. Also ich rede jetzt nicht von Donkey Kong Country 3 mit dem Fisch Philippitz oder so, sondern wirklich mit Lampe und so. Wie so ein Bergsteiger, nur halt als Fisch. Ne? Könntest du mal ein bisschen oben leuchten? Das würde mich mal... Nee. Muss man irgendwie hinkommen? Sehen wir doch nichts hier. Boah, blödes Scheißvieh. Ja, ich weiß, ich muss da hoch. Naja, egal, vergesst es. Oh Gott. Man sieht hier so wenig. Und das bisschen, das ist gefährlich, was man hier sieht. Wie eklig. Bitte. Könnt ihr doch nicht machen, hier so einen Fisch platzen lassen. Bitte. Das ist doch räudig. Habe ich hier wirklich noch keinen einzigen Buchstaben gefunden? Oder ist das jetzt bloß Einbildung? Unten die Münze, kommt man hier irgendwie ran? Ja, kommt man. Okay, ist jetzt die vierte. Naja, dort ist nicht, aber immerhin. Nach links muss ich. Nach links. Okay, machen wir. Speichertönchen. Oh, ist das toll. Oh, Dixie. Ich mag deinen Namen nach wie vor nicht, aber ich freue mich trotzdem, dich zu sehen. Was? Wo muss ich jetzt? Na, hier oben ist. Nein, nicht schon wieder so ein Platz, ne? Wie eklig. Stellt euch mal vor, die hätten jetzt noch die Gedärme so dargestellt. So. Ah, ist schon ein bisschen eklig, oder? Ich meine, das ist so eigentlich ein Kinderspiel, sondern kein Splatterfilm, ja. Geh weg, du. Wie abgrundtief eklig. Oh, das ist schon das N. Ich kann mich nicht ganz Sinn, überhaupt einen gefunden zu haben hier. Ist auch so, ist tatsächlich der erste, den ich hier finde. Ist schlecht, das ist richtig schlecht, aber egal. Oh Gott. Wir können den Kiefer aber auch ausrenken bis zum Arsch, oder? Oh. Jetzt hätte ich gern so ein Fischi hier, dass die alle in die Flucht furzt. Mit dem Fischi-Pups. Warte, kommt man hier rein? Nee, kommt man nicht, schade. Die Teile fliegen auch so weit, ja? Das ist immer richtig eklig. Geht das hier unten weiter? Ja. Ist hier was? Ja, ich habe ein Geheimnis entdeckt. Ein Find the Token oder auch auf Deutsch finde die Münze. Schon wieder, ich hatte doch vorhin erst. Finde die Münze. Aber voll in der falschen Richtung gescheit. Aber vielleicht schaffe ich es ja hier sogar Leben zu finden. Boah. Ortungsstörung ist echt uncool. Ich weiß nicht, wo ich landen muss. Das ist labyrinthmäßig gestaltet hier. Das ist echt nicht schön. Immer ohne Witz. Nee, die finde ich nicht. Oh Gott, da oben. Da oben. Ich weiß nicht, wie man hinkommt. Na egal, Hauptsache ich habe das Geheimnis entdeckt und ja. Nee, ich versuche es auch nicht nochmal, weil boah, so geil war das Geheimnis jetzt auch nicht.
Boah, nee, nicht schon wieder. Boah, so eklig. Boah. Echt. Boah, schon wieder so ein fettes Biest, das hier platzt und räudig. Einfach nur ranzig, ehrlich. Ja, natürlich, triffst mich genau. Oh, Angst. Oh. Das G kann ich mir jetzt eigentlich auch klemmen, aber ich fühle mich hier gerade in Sicherheit. Oh, ja, boah. Ja, boah. Nein! Ja, Dixie, ja, ich empfinde es noch. Wenn ich was zum Speichern gefunden habe, dann höre ich auch erstmal wieder auf, weil ich glaube, das ist wieder genug für heute, neu zu spielen. Und ich muss mich erstmal wieder an Spielen gewöhnen. Ich hatte ja nur ziemlich lange keine Zeit dazu, weil ich meine eine Projektarbeit schreiben musste als ja als praktischen Teil für meine Abschlussprüfung, Berufsausbildung, und ja, übernächste Woche habe ich da meine mündliche Prüfung. Das jetzt noch so kurz als Erläuterung. Warum war ich so lange nicht da? Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt aufgefallen ist. Wenn ja, dann wisst ihr nun, warum ich abwesend war. Aber ich muss sagen, es gibt für mich auch Wichtigeres als die Let's Plays. Obgleich ich sie sehr, sehr, sehr gerne mache. Und ja, aber sie sind halt nicht mein Leben. Ne? Ein Abschluss macht sich nicht von alleine mal eben. Und man muss ja irgendwie auch eine gewisse Grundlage für eine Existenz später haben, und die habe ich mir jetzt halt so versucht zu legen. So, ihr Wirbelstern-Dinger. Wow, und da oben ist Dixie. Sehr schön. Ehrlich, die renken den Kiefer aus bis zum Arsch. Das ist echt ein bisschen unheimlich, wollte ich sagen. Ich möchte gern dieses Level vorbei haben und irgendwo speichern. Oh. Weil, wie gesagt, ich finde, ich habe für heute dann genug gespielt. Also bitte nicht wundern, wenn ich dann aufhöre wieder. Naja, da ist eine Tonne, da möchte ich. Da möchte ich hin. Sieht auch sehr richtig aus, finde ich. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Oh Gott, was bist denn du für ein Schnuffel? Oh Gott! Geh weg da. Okay, Hip-Hop-Affe. Leute, ich kann speichern. Das heißt, ich verabschiede mich dann hier erstmal wieder. Come on in and sit down, children. I'm sure all that running around has made you tired. Prozent immerhin schon gefunden. Leave college. Goodbye, dearies. Gut, wie gesagt, das ist es jetzt erstmal wieder. Bis demnächst. Versprochen, es kommt wieder mehr. Aber nicht so extrem viel, weil, wie gesagt, ich habe auch noch ein Leben daneben. So. Tschüss fürs Erste, sagt Evil Bloody Eyes. Ciao, ciao.